Folge Nummer 59 von Avorium. Ja, wir sind hier, glaube ich, am Ausrüstungsdock, oder? Ne, Schiffswerft ist das. Aber ist nicht schlimm, ne? Keine Schiffswerft, kann ich doch das Ding da auch ausbauen, oder wie war das, ne? Muss ich dafür angedockt sein? Ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Hat gut geklappt, ne? Falsche Taste erwischt. Reparaturgütern. Reparieren. Schiff ist unbeschädigt. Okay. Was gibt's denn hier zu kaufen? Turbinen, Metallplatten, Industrie-Tesla-Spulen, Fusionskerne, Energie-Computer. Nichts davon brauchen wir eigentlich. Also, warte, nochmal reingehen. Ist noch gedockt, ja. Schiff bauen. Ich wollte nicht bauen, ich wollte eigentlich abspeichern. Achso, das mache ich auch nicht hier, Blödsinn, ne? Das mache ich hier. Aber, da. Schiffe werden ja auch immer automatisch gespeichert, oder wie war das? Eigenentwicklung, da ist eine, ne, oder? Raft. Vorlage aus der Zwischenablage speichern. Aktuelles Design speichern. Ja, machen wir das doch, ne? Kostenunterschied zwischen aktuellen Schiff anzeigen. Okay. Ich will hoffen, dass es das jetzt war. Gut, haben wir das. So, aber wir wollten zum Ausrüstungsdock und nicht hier zur Schiffswerft. Da ist er doch, oder? Das Ausrüstungsdock ist da nicht, da ist er. Sondern da ist das. Wenn es denn passt. Ja, schade. Traktorstrahl ging nicht noch zu weit weg. Mama. Ey, ich will den Traktorstrahl nutzen. Ja, super, ich stehe daneben und dann kommt der Traktorstahl. Na, super. So, Ausrüstung handeln. 7 Minuten. Geschützkontrolle, Schildbooster erstmal. Brauchen wir nicht. Was ist das Geschildkontrollsystem? Quantum Überraum. Radarabgeschuss, was ist das Handelssystem? Sollten wir kaufen. Um das Top-Handelssystem dann zu machen, ne? Schutzkontrolle, General Upgrade. Bergbausystem. Gibt es 2 von den einfachen. Ich glaube, wir kaufen einfach mal ein paar zusammen, ne? Habe ich das schon genommen? Ja, aber das brauchen wir nicht. Repair, Geschützturm, Tritium, Abwrack. Abwrack, ne, Bergbau, Titan. Ich hätte gern Tritrium oder wie das Trinium. Doppel-Tesla-Geschütze. Aus Naoniten Dreifach-Geschützturm. Unabhängiges Ziel, 3 Kanonierer. Unabhängiges Ziel, 48% Schaden weniger, okay. Das ist jetzt nicht so der Hit, oder? Schaden 6,4 ist ja nix. Doppel-Tesla-Geschützturm. Mehr Schaden gegen Schilde. Das ist doch mal was. Zack, aber wir müssen erst so ein Dingens haben. Wie heißt es? Wir sollten doch das Geschützkontrollsystem kaufen. Vielleicht haben wir da noch ein paar und können die noch verbessern.
So, das war's erstmal hier. Okay, dann sind wir glücklich weggekommen. Jetzt sind wir auf der Karte. So, Ausrüstungsdocks sind weit, weit weg. Wird nur eins angezeigt hier. Sorry. Die nächsten sind dann hier, ey. Aber sind wahrscheinlich nur zwei Sprünge, oder? Bei dem Radius, den wir gerade haben. Ah, da ist ja schon passend. Gucken wir, dass wir da noch hinkommen. In der Hoffnung, dass es gleich direkt passt. Nee, nicht ganz. Wir müssen doch einmal mehr springen. Aber sollte klappen, oder? 2, 1, 0 und... Wir können springen. So, und dann müssen wir dahin. Dann haben wir noch da eins und da eins. Und wer ist da? Schiff von Asreiter. Super, oder? Schiff schaut in die falsche Richtung. Jetzt schaut sie in die richtige Richtung. Auch ein Riesending, ne? Und ich baue immer so kleine Krüppelschiffe. Oh, das ist ja schön, dass es gleich um die Ecke ist. So. Ich glaube, hier drunter ist auch ein Dock, oder? Sollte man auswählen, ne? Dann sieht man das auch. Ah, Traktorstahl geht schon. Traktorstahl geht schon. Ausrüstung handeln. Torpedos brauchen wir nicht. Das verstärkt schon wieder Sinne. Hier, Doppel-Tesla-Geschützturm. DPS Reichweite, naja, Schadenstyp Elektro, kein Schaden gegen Stein. Ist der gut oder ist der nicht gut? Elektro ist doof, da ist unser Akku gleich immer leer. Doppelner und Abwracker. Da ist ja jetzt auch nichts Besonderes bei hier, oder? Elektro. Oder nehmen wir den? Ach, kann ich gar nicht. Brauchen wir also nicht drüber reden. Gucken wir erstmal hier rein. Geschützkontrollsystem in Orange. Haben wir nicht genug Kohle. Wir haben noch 2 Minuten 43 Zeit. Super, oder? Ich hoffe, es gibt ein Ressourcendepot hier. Nee, da nicht, da. Zum Glück. Da hinten ist es. Dann fliegen wir da mal schnell hin. Und verticken erstmal ein bisschen Rohstoffe. Da ist ein Dock, oder? Ressourcen handeln. An Station verkaufen. Liefere 23.000 Eisenerz. Da gibt es sogar ein Dingens für hier. Okay. Habe ich das jetzt verkauft? So, zack. 2,5 Millionen. Das sind jetzt 25.000, 250.000, 2,5 Millionen, hoffe ich.
Jetzt haben wir da ordentlich Cash. Da verticken wir 300.000. Und hier verticken wir auch 300.000. So. 13 Millionen haben wir jetzt. Okay. Egal. So, jetzt müssen wir zum Ausrüstungsdock zurück. Wo war das jetzt? Da. Docking Port hier irgendwo, ja. Ausrüstung handeln. Was war da jetzt? Hier war es Geschützkontrollsystem. Das ist aber nicht das, was da eben war, oder? 19 Minuten hier. Zeit schon abgelaufen. Das war noch nie und nimmer 2 Minuten, oder? Ja, aber komm, egal, nehmen wir trotzdem, ne? Standardhandelssystem, zack, kaufen. Generator, Quantum Hyperraum. Ja, wollen wir noch weiter springen? Bestimmt, ne? Jetzt habe ich natürlich gerade was gekauft, was ich gar nicht kaufen wollte, so ein Shit. Naja, egal. So, waffenmäßig. Tesla-Geschützturm aus Titan. Jetzt hier was Ordentliches. Titan-Air-Abwracker. Titan-Bergbau. Den nehmen wir mit. Sonst ist hier nichts von Bedeutung, oder? Maschinengeschützturm, DPS 100, 7,8 Schaden. Kann ich auch gar nicht kaufen. Sonstiges. Fraktionskarte, sollen wir die mal kaufen? Kaufen wir mal. Gut. Wo war die jetzt? Im Frachtraum oder wie war das? Nee. Da. Nee. So. Fraktionskarte. Benutzen. Jetzt haben wir die Fraktionskarte gekriegt. Gut, okay. Karte. Das ist alles von der Fraktion. Naja, ich gebe mal die Koordinaten ein und springen wir gleich zum nächsten. Zack. Kaufen wir da auch noch gerade ein. Wo ist es? Da ist es. Ist immer riskant, ne? Wenn man dann aus Versehen falsch drückt. Oh.
Da ist auch nichts mit Traktorstrahl, ne? Achso, da hinten müssen wir sogar handeln. Ich war schon fast da, da kommt das mit dem Traktorstrahl. Ausrüstung handeln. S-Plasma, Hüllenpolarisierer. Geht ja gar nicht. Hüllenwiderstand, Kraft plus 30. Okay. Hier haben wir jetzt ein Geschützkontrollsystem 4 und 2. Kann ich aber nicht kaufen, schade. Traktorstrahl-Upgrade. Beutesammelreichweite plus 0,14. Beutesammelreichweite, Energieverbrauch. Kann ich das auch, naja. Ich kaufe die mal ein, um dann die nachher in die Forschungsstation zu schmeißen. Kann ich das auch noch nehmen? Das darf ich ja nicht. So, dreifach Point Defense Shengan Geschützturm. Naja. Ist jetzt nicht so der Bringer. Kann ich nicht, darf ich nicht. Dreifach Puls. Mhm. Und er. Dingens ist auch nicht da. Bringt hier also auch nichts. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir hier nochmal rein. Wir fliegen beim nächsten Mal hier zu diesem Ausrüstungsdepot, Ausrüstungsdock und gucken zu, dass wir da beim nächsten Mal noch was kriegen. Aber hier unten waren wir auch noch nicht. Da geht auch noch. Also, ach, da sind auch noch zwei. Ah, okay, da müssen wir die vier nochmal beim nächsten Mal bereisen. Würde ich sagen. Aber für die Runde soll es erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ach, das Ding habe ich immer noch nicht ausgebaut, ne? Naja, müssen wir auch noch machen. Ciao.